So, hallo, hier auf der Gamevention auf dem nicht Fachbesuchertag, sondern beim öffentlichen Entertainment-Tag, will ich mal so sagen. Und jeder, der unsere Gespräche mit Fachbesuchern mitbekommen hat, kennt auch diese wunderbare Person. Hallo. Wieder da. Hat mir so gut gefallen gestern, da dachte ich, jetzt machen wir das hier nochmal, oder? Ja, ich hoffe, es liegt an mir. Okay. Klar. Okay. Danke. Und wir kennen Sie, unsere geliebte zweite Bürgermeisterin von Hamburg. Und heute sind diese Tore offen, die waren gestern noch zu. Der Messebetrieb läuft und läuft und läuft. Und Sie haben jetzt auch mal über die Messe gesehen. Findet ja zum ersten Mal so in Hamburg statt. Ihre persönlichen Eindrücke von dieser Messe? Bis jetzt? Ich bin wirklich total begeistert. Eine unglaubliche Vielfalt, wahnsinnig freundliche Menschen, die mich aller Orten trotz völliger Ahnungslosigkeit mit offenen Armen empfangen haben. Und ich habe tatsächlich ein paar alte Spiele von früher wiederentdeckt. Mario und Pac-Man, aber auch viele ganz neue Sachen. Und was mich wirklich total beeindruckt hat, das waren die verkleideten Menschen auf der Bühne. Die Cosplayer, ja? Absolut. Also spektakulär. Ich habe jetzt gelernt, was sich hinter so einem Kostüm verbirgt. Nicht nur an Aufwand, sondern auch an Kohle, an Geld, das man da reinsteckt. Und da muss man ja schon eine extreme Leidenschaft mitbringen und ein großes Engagement. Und ich bin also wirklich total begeistert, das hier alles zu erleben. Also man hat quasi eine neue Cosplay-Fan gewonnen hier, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja, also ich werde mich jetzt nicht in ein Kostüm werfen, aber mir das anzugucken und da auch die Unterschiede mir erklären zu lassen, das finde ich ganz faszinierend. Jetzt findet es ja jetzt zum allerersten Mal hier statt. Mhm. Für Hamburg insofern ja was Neues, in Anführungszeichen. Da hat man natürlich auch vielleicht schon ein bisschen Vorahnung oder man macht sich Gedanken, wie ist Gaming überhaupt, wie sind die Leute, die dann kommen. Wie waren so Ihre Voreinstellungen, Ihre Vision von dieser Messe, bevor Sie jetzt überhaupt hergekommen sind? Ich habe versucht, mir gar nicht so viel Gedanken zu machen, weil ich dachte, ich komme da in eine für mich komplett neue Welt, die ich vorher, das hatte ich ja gestern schon gesagt, eigentlich nur über meinen Bruder hauptsächlich kannte und die mir so ein bisschen suspekt vorkam. Und jetzt aber auf der anderen Seite zu sitzen und so in die Community hinein zu winken und zu strahlen und zu reden. Ich war auch oben bei diesem Charity-Game mit dabei, wo live gespielt wird und gleichzeitig Geld eingesammelt wird und bin da unglaublich freundlich auch aufgenommen und empfangen worden und durfte auch den einen oder anderen Gruß absenden. Und das hat mich einfach gefreut, also mitzubekommen, wie aufgeschlossen, wie offen, wie bunt, wie vielfältig einfach die Leute hier sind. Und ich hatte mir wirklich gar keine großen Gedanken gemacht und wollte einfach eintauchen hier in das, was sich hier hinter uns abspielt. Und komme da jetzt mit ganz positiven Gefühlen raus, weil es in der Tat so ist, dass das Gaming ja die Leute zusammenbringt und verbindet und man darüber einen Anker hat. Und dann ist es ja völlig egal, ob Mann, ob Frau, jung oder alt, groß oder klein, schwul, hetero oder Christ, Muslim. Das spielt alles keine Rolle, ja? Und das finde ich großartig. Ja, Gaming verbindet auf alle Fälle. Klar, wir haben die Cosplayer, wir haben die Games an für sich, wir haben die Streamer, die Sie ja gerade eben angesprochen haben. Sind Ihnen da vielleicht auch schon Sachen aufgefallen? Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt ganz unvoreingenommen in diese ganze Welt eingetaucht. Haben Sie bei Ihrem Gang durch diese Hallen vielleicht auch für sich schon mal was entdeckt, wo Sie sagen, oh, da sehe ich vielleicht auch noch Potenzial, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was machen? Allerhand. Also was ich zum einen ganz großartig fand und was ich nicht kannte, ich wusste, dass wir Law Clinics haben, zum Beispiel für Geflüchtete an der Universität Hamburg, auch an der Bucerius Law School, aber es gibt auch eine Cyber Law Clinic, die habe ich heute besucht und kennengelernt. Eine ganz tolle Sache, da kann man sich wenden an Leute, wenn man Schwierigkeiten hat mit Themen auf Social Media, aber auch unmittelbar bei den Games, die man gerade bei sich auf dem Rechner hat oder im Smartphone. Und das fand ich eine ganz großartige Sache. Dann die Virtual Reality Anwendung. Ja, und ich habe gelernt, dass mit den Unicorns
wir ein Hamburger Familienunternehmen haben, das also quasi in die Welt hinein strahlt und in Berlin und Moskau Häuser aufgebaut hat. Und das fand ich spektakulär. Also da habe ich dann auch gleich mit dem Einhorn und der Family ein Foto gemacht. Ja, wir wissen alle auch in der Community, Einhörner gehen immer. Einhörner sind cool, ja. Damit haben Sie auch einen anderen ganz großen Punkt angesprochen, der auch gestern im Fachbesucherbereich angesprochen wurde. Das ist das Thema E-Sports. Mhm. Die Unicorns sind ein professionelles E-Sport-Team. Wir haben auch da hinten ja auch den E-Sport-Truck, ja, auf dem gespielt wird. Konnten Sie da auch schon mal in diese Welt reinschnuppern? Wie ist Ihnen, also was haben Sie davon mitgenommen? Also ist E-Sport für Sie jetzt ein Ehrenbegriff, als er vorher war? E-Sport kannte ich als Begriff und wir haben uns natürlich auch politisch mit der Frage E-Sport immer wieder auch im Parlament auseinandergesetzt hier in Hamburg oder wir bei uns in der Partei. Aber es ist schon nochmal interessant für mich zu sehen, zum einen, was sich auf der Bühne abspielt und wie das Ganze hinter den Kulissen aussieht, wie sich E-Sport organisiert und vor allem, welche große Community, Fan-Community dahinter steckt. Und das muss man vielleicht einigen, die eher kritisch auf diesen Sport gucken oder das gar nicht als Sport sehen oder anerkennen wollen, vielleicht auch noch mal zeigen, um da auch einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, der dann vielleicht auch zu einer Verhaltensänderung da führt. Also, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, haben Sie das Thema natürlich ganz positiv aufgefasst. Denken Sie, da gibt es für die Zukunft eine Möglichkeit, E-Sport mehr zu etablieren in Hamburg? Ich glaube, da sind Perspektiven. Also vor allem, wenn eine größere Menge an Menschen erfährt, was hier überhaupt schon läuft. Ja, ich war selbst für mich neugierig und überrascht zu sehen, dass eines der wichtigsten Unternehmen im Bereich E-Sports tatsächlich so am Küchentisch entstanden ist und inzwischen weltweit bekannt ist und auch viele Teams hat, die weltweit dafür an den Start gehen. Und ich glaube, wenn diese Geschichten bekannt sind, diese Erfolgsgeschichten und auch die Gesichter, die dahinter stehen, die Leidenschaft, die da drin steckt, dann kann man auch eine ganz andere Haltung dazu entwickeln. Es ist ja oft das Unbekannte, was man erstmal ablehnt, weil es neu ist und weil man vielleicht auch nicht die Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Aber das empfehle ich einfach jedem mal, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann hat man auch automatisch eine öffentliche Debatte, die dann hoffentlich auch ganz viel Positives bewirkt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Zeichen. Es ist immer wieder schön, sowas von der Politik auch mal zu hören. Von daher, Leute, Hamburg öffnet oder ist geöffnet für Gaming und Gamer aller Arten. Und vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß hier auf der Messe. Ja, und auf jeden Fall Gamevention wieder nach Hamburg und vielleicht noch größer. Ist eine Ansage für nächstes Jahr auf jeden Fall. Mal gucken. Politischer Rückenwind ist da. Ich danke Ihnen und noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Ciao. Ciao.